Dem heutigen Vortrag möchte ich Aspekte des Buddhismus zum Thema hernehmen, die bislang bei uns etwas zu kurz gekommen sind. Und zwar soll es um das Thema Einheit gehen. Jetzt würdet ihr natürlich sagen, Einheit kommt in jedem Vortrag hier in diesen Hallen vor. Aber die Einheit, über die ich heute sprechen möchte, ist nicht die Einheit des Samadhi, die sich auf ein Objekt fixiert und alles andere ausschließt, sondern ich möchte über die Einheit sprechen, die alles einschließt, also die Freundschaft schließt mit den dunklen Dingen in uns, die Gut und Böse in uns vereinen kann, die Heilung bewirken kann, die Ganzwerdung bewirken kann und ja, auch letztendlich mit dem inneren Potenzial in Kontakt kommen kann, das im Mahayana Buddha-Natur genannt wird, aber nicht nur die Einheit innerlich möchte ich drüber sprechen, sondern auch die äußere Einheit, das heißt die Einheit mit dem Universum sozusagen, dass wir uns vor dem Kosmos nicht mehr wie kleine Würmchen fühlen, sondern ja, uns da drin geborgen fühlen können, dass wir zwischen Ich und Du keine Trennung mehr bewirken. Es soll auch darum gehen, das Leben hinter all diesen vergänglichen und leidhaften Dingen zu sehen als etwas, was im Grunde schön ist. Die Schönheit der Allverbundenheit ist auch eine Form der Einheit, um die es heute gehen soll. Und ja, wie kommen wir dahin? Wir kommen dahin, indem wir eine Achtsamkeit entwickeln, die nicht bewertet, nicht verurteilt, die alles umarmen kann, so wie im Universum eben Platz für alles ist. Nachdem es doch um das sehr Persönliche auch geht, ist auch klar, dass auf diesem Weg jeder seinen eigenen Pfad finden muss und ja, alle Möglichkeiten, viele Wege eben, die zum Gipfel führen. Dass wir uns nicht an heilige Texte klammern, sondern eben ja, alles umarmen können, was uns auf dem Weg begegnet. Und auch, dass wir nicht nur nach dem utopischen Ideal in weiter Ferne streben, sondern dass wir im Alltäglichen, in dem Weltlichen um uns herum das Heilige, das Ganze sehen können. Dass wir bei all dem nicht den Alltag aus den Augen verlieren, sondern dass wir den Weg zum Ziel machen können. Gibt es dazu irgendwelche Anmerkungen, Einwände? Also ich habe jetzt Blicke bekommen von euch, also von zwei zumindest, hätte ich jetzt gern auch Worte dazu. Jürgen. Ich? Ja. Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Witz nicht zu stellen, weil er schon so lacht. Also ich kann es nur emotional ausdrücken, also bei mir zieht sich... Zieht sich alles zusammen. Zieht sich was zusammen. Ich habe euch nicht angelogen. Ich habe gesagt, ich will über Aspekte des Buddhismus sprechen. Spätestens da hätte bei Leuten, die meine Vorträge kennen, die Alarmglocke klingeln müssen, weil ich nie über Buddhismus spreche, sondern über die Buddha-Lehre. Ja, und das, was ich euch gerade präsentiert habe, sind tatsächlich Aspekte des Buddhismus, nicht der Buddha-Lehre. Das war Fälschung. Falschgeld, was ich euch gerade angedreht habe. Und das ist der Titel und das Thema des heutigen Vortrags, Falschgeld. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Ja, dass ihr nicht mit Steinen gleich nach mir geschmissen habt, das liegt wahrscheinlich daran, dass diese falsche Währung so weit im Umlauf ist, dass wir das schon ja, gelassen hinnehmen, wenn wir solche Sprüche zu hören bekommen. Und Ajahn hat mir vor ein paar Tagen einen Film gegeben zur Begutachtung, den ich ja, eventuell hätte bei der nächsten Silvesterfilmnacht vorführen können. Über das Leben des Buddha, zweistündiger Film und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, nein, danke. Und die Zitate, also diese Sprüche, die ich gerade am Anfang gebracht habe, waren mit meinen eigenen Worten das, was in dieser ersten halben Stunde darüber gekommen ist.
Das ist ein Film, der in Amerika produziert worden ist, aber wir müssen uns da nicht weit wegwerfen. Ich habe genügend Beispiele mitgebracht. Also diese falsche Währung ist auch bei uns verbreitet. Warum ich das heute zum Thema mache, nachdem ich ja schon öfter darüber gesprochen habe, zum Beispiel, dass es nicht das Ziel der Buddha-Lehre ist, ein Tautropfen im Ozean zu werden und ähnliche falsche Vorstellungen über das, worum es überhaupt geht in der Buddha-Lehre, angesprochen habe. Heute wird es zum zentralen Thema gemacht, aus dem aktuellen Anlass, dass Ajahn Jeff ein Buch geschrieben hat, sein neuestes, das heißt Buddhist Romanticism. Das habe ich extra nicht ausgelegt, sondern für den heutigen Abend aufgehoben, damit ich das dann an euch verteilen kann, diejenigen, die den Vortrag hören und falls sie sich dafür interessieren. Weil Ajahn Jeff sich mit dem Thema auch schon länger beschäftigt, also in den USA ist diese Form von West Coast Dharma oder East Coast Dharma noch viel mehr verbreitet oder er hat vielleicht mehr damit zu tun, als wir jetzt hier in unserem doch etwas beschützten Umfeld, wo wir immer gleich draufhauen können, wenn da irgendjemand Quatsch erzählt. Aber seine Hauptthese ist, dass diese Buddhismen, diese falsche Herangehensweise an die Buddha-Lehre zurückzuführen ist auf eine Strömung geistesgeschichtlicher Art aus Deutschland, die unter dem Namen Romantik bekannt ist. Das ist das Thema dieses Buches und das möchte ich jetzt als Aufhänger nehmen, um Falschgeld-Dhamma mit echten Dhamma zu vergleichen und die Unterschiede herauszuarbeiten und an Textbeispielen zu illustrieren. Darum soll es also gehen. Nachdem das ein wirklich sehr inspirierendes und lesenswertes Buch ist, möchte ich kurz einen geschichtlichen Abriss geben. Normalerweise stehe ich ja nicht auf geschichtliche Herangehensweise, aber das hat jetzt, das werdet ihr später feststellen, auch noch einen Sinn im Zusammenhang mit diesem Thema. Ja, die Romantiker, das war eine Gruppe von Denkern, die sich selber so genannt haben, alle so um 1770 geboren und Anfang des 19. Jahrhunderts, also um 1800 herum, haben die dann sich getroffen und gemeinsam da ihre romantische Sichtweise entwickelt. Sie waren beeinflusst von den gesellschaftlichen Umständen der Zeit. Das war so kurz nach der Französischen Revolution. Ein Dichter namens Friedrich Schiller ist vielen ein Begriff, der hat Gedanken sich gemacht über das Wesen der Freiheit. Das war Thema mit der Französischen Revolution sowieso. Und es gab Philosophen, die auch im Rahmen der Aufklärung, wo also die Leute nicht mehr alles für Gott gegeben und dem fürstlichen Willen unterworfen, hingenommen haben, sondern sich eben innerlich befreit haben, das Zeitalter der Aufklärung. Philosophen wie Kant oder Fichte. Fichte ist bei uns nicht so bekannt, aber es war zum Teil der Lehrer von einigen dieser Romantiker und auch mit denen befreundet. Und auch in der Klassik der griechische Philosoph Plato hat die beeinflusst. Und was viele nicht wissen, weil Romantik klingt so romantisch, das waren auch Leute, die an der Wissenschaft interessiert waren. Denn da gab es auch eine ziemliche Revolution oder Entwicklung. In der Paläontologie haben sie festgestellt, dass die Erde vielleicht doch etwas älter ist als 6000 Jahre, wie es in der Bibel heißt. Da gab es einen Astronomen, ein Deutscher, der allerdings in England mehr Karriere gemacht hat, namens Herschel. Dem haben sie dann in England schöne dicke Teleskope gebaut. Der hat entdeckt, dass das Universum vielleicht auch ein bisschen größer ist, als man es bis dahin angenommen hatte. Der hat also dann war der Erste, der gesagt hat, also diese nebelhaften Punkte, die man da so am Himmel sieht, das sind Galaxien, genauso wie unsere Milchstraße. Und dann wurde also der Kosmos plötzlich viel größer und wurde aber auch irgendwie strukturierter, als dann plötzlich mehrere Galaxien gab und so die Idee vom Kosmos als einem organischen Ganzen unendlich groß kam auf. Und das war also der Nährboden für die Romantiker. Darwin auch, dass eben das Leben nicht so ist, wie es ist, sondern dass sich das entwickelt, Evolution,
eine Richtung hat, einen Zweck hat, einen Sinn hat. Das war so dieses Gedankengut. Da sind fünf zu nennen, die alle entweder aus dem Adel oder aus Klerusfamilien oder kirchennahen Familien entstammt sind, also alle gut bürgerlich. Friedrich von Hardenberg, Adeliger, der dann Gedichte geschrieben hat und unter dem Namen Novalis bekannt geworden ist. Dann ein Friedrich Schlegel, Friedrich Schleiermacher, Friedrich Schelling und Friedrich Hölderlin, auch ein Dichter. Also das waren fünf Leute, die alle auf Gedichte gestanden waren und alle Friedrich hießen, was allerdings den Umkehrschluss nicht zulässt. Also nicht jeder, der Friedrich heißt und auf Gedichte steht, ist automatisch ein Romantiker. Ja, was versteht ihr eigentlich unter dem Begriff Romantik oder romantisch? Was kommen da für Assoziationen hoch? Würde mich mal interessieren. Ja. Also so viel als mir bewusst ist, ist der Begriff der Romantik damit verbunden, dass man als Individuum eine Art Verbundenheit zur Natur spürt und auch den Glauben an eine übergeordnete Ordnung hat. Okay, also Naturverbundenheit, übergeordnete Ordnung, weitere Vorschläge? Einfach so, was ist romantisch? Romantisches Dinner ist für mich zwei Kerzen, eine gut aussehende Frau, sanfte Musik im Hintergrund. Emotionen im Zentrum vielleicht. Emotionen. Okay, das ist das Stichwort, auf das ich gewartet habe. Emotionen. Ja, weil nämlich der Begriff Romantik kommt von dem Wort Roman. Das war eine neue Literaturgattung zu der Zeit, mit der man Gefühle ausdrücken konnte. Das war mit den alten Literaturgattungen wie dem Drama, Tragödie und so weiter nicht möglich. Also in der Odyssee zum Beispiel, da geht es um die Handlungen von dem Odysseus, aber nicht um sein Gefühlsleben. Und das war jetzt also eine neue Literaturgattung, deswegen haben die sich selber Romantiker genannt, weil die selber Romane geschrieben haben, beziehungsweise von dem Wesen der Romane her ihre Art, die Welt zu sehen und eben mit Gefühlen zu arbeiten, in den Vordergrund gestellt haben. Einer der ersten erfolgreichen Romane war von Goethe, Die Leiden des jungen Werther. Also der war ja in künstlerischer, literarischer Hinsicht sehr erfolgreich. Also da geht es um einen jungen Mann, der sich in eine Frau verliebt hat, die er nicht haben kann, und am Schluss bringt er sich um. Und das kam so gut rüber, dass also dann eine Selbstmordwelle gefolgt ist, was der Goethe sehr bedauert hat. Er hat viele Leser verloren. Aber hatte er nicht vorhergesehen, dass das so reinhauen würde. Ja, die Romantiker, die haben sich in Jena getroffen, in der Wohnung vom Bruder von dem Friedrich Schlegel, der August Schlegel, und da haben sie dann philosophiert und haben romantische Literaturverständnis, Kunstverständnis, Philosophie und eben auch Religion entwickelt. Und die waren alle Christen, die meisten, ich glaube alle, waren evangelisch, einer ist dann später konvertiert. Aber die haben, wie der Sebastian schon gesagt hat, ein anderes Verständnis von der Welt gehabt und von daher auch von Religion. Und zwar, Religion war für sie Empfänglichkeit und Geschmack für das Unendliche. Gott als ordnendes Prinzip, als Weltgeist, als Urgrund, als absolute Wahrheit innerhalb dieses unendlichen Universums. Und dann kommt eben dieses Einheitserleben als Krönung der religiösen Praxis. Einmal in die Intuition für das Unendliche mündet, andererseits in ein Gefühl, und das dann eben zur inneren Heilung, zur Ganzwerdung führt und zum religiösen Ausdruck. Also das, was wir als religiöse Lehren, als religiöse Texte, Systeme kennen, ist praktisch der Ausdruck des Gefühls, was auf diesem Einheitserleben beruht. Sie hatten auch eine Vorstellung, wie man dieses Einheitserleben kultivieren könnte. Das war also einmal Bildung. Das Wort Bildung klingt bei uns immer so ein bisschen nach Ausbildung und Lernen, aber für sie war es tatsächlich Charakterbildung, und
den Geist in eine bestimmte Richtung ausrichten. Ästhetik spielte eine große Rolle. Der Schleiermacher Friedrich hat auch meditative Übungen entwickelt, Kontemplationen, die dem Unendlichen Annäherung ermöglichen sollten. Und auch die Liebe spielte eine Rolle, die romantische Liebe aber, im Gegensatz zur platonischen Liebe. Platon war ja einer ihrer der Philosophen, die sie studiert haben. Platonische Liebe ist ein Begriff, also das geht maximal bis Händchen halten und eben die romantische Liebe geht darüber hinaus. Die haben das also nicht nur darüber philosophiert, sondern das auch richtig praktiziert. Also der Schleiermacher, der hatte dann eine Affäre mit einer Bankiersfrau und der Friedrich Schelling, der hat August Schlegels Stieftochter von August Schlegels Frau aus erster Ehe geheiratet. Die hat er da halt kennengelernt beim August im Haushalt. Und dann ist die nach kurzer Zeit gestorben. Und dann hat er und die Mutter von der Tochter haben sich dann gegenseitig getröstet und sind sich näher gekommen. Und dann hat also die Caroline den August gesagt, hör mal, ich bin jetzt mit dem Friedrich zusammen, ist das okay? Und der August hat gesagt, ja gut. Wahrscheinlich hatte er auch eine andere, das nehme ich jetzt mal an, das steht aber in dem Buch nicht drin. Also die haben es ziemlich, für damalige Verhältnisse vor allem, ziemlich locker gesehen. Der Friedrich Schlegel hat einen Roman geschrieben, ähnlich wie der Werther, der hieß Lucinde, wo auch ein junger Mann eine Frau geliebt hat, die einem anderen gehört hat, aber die haben sich gekriegt. Also da spielte dann diese Bindung, die Konvention, keine Rolle mehr. Da war also der Ausdruck des Unendlichen wichtiger als jetzt irgendwelche Versprechen, die man sich gegeben hat. Ja, Wahnsinn spielte auch eine Rolle, um das Unendliche zu erleben. Also der Friedrich Hölderlin, der war manisch-depressiv, vermutet man. Und er hat also in der einen Phase dann eben, ja, hat sich mit dem Unendlichen vereint gefühlt. In der anderen Phase ging es ihm sehr, sehr schlecht. Also der hat kein besonders lustiges Leben gehabt, aber tolle Gedichte geschrieben. Also der war einer, der Rilke zum Beispiel inspiriert hat. Aber das lenkt jetzt vom Thema ab. Der fünfte Weg, mit dem Unendlichen in Kontakt zu kommen, Drogen. Die haben also sich in der Korrespondenz, kommt es raus, die haben sich untereinander Briefe geschrieben. Ja, neulich habe ich mal wieder von meiner Opiumtinktur genommen, um in den indischen Zustand zu kommen. Die haben das den indischen Zustand genannt. Gefühl als Ausdruck der Unendlichkeit war für sie auch der Ausweg aus einem denkerischen Widerspruch. Denn für sie war ja Freiheit etwas ganz, ganz Wichtiges. Aber andererseits die Einbettung in die unendliche Weltordnung, deren Zweck man nicht kennt, verneint ja eigentlich die individuelle Freiheit. Wenn ich also nur ein Rädchen im großen Getriebe bin, dann habe ich eigentlich keine individuelle Freiheit. Und das haben die schon auch erkannt, diesen philosophischen Widerspruch. Aber für sie war eben das Gefühl, der Ausdruck, dem Unendlichen nahe zu kommen, auch wenn man den Zweck nicht kennt. Die Gesetze des Denkens waren für sie nicht wichtig. Also in ihren Schriften kommen Widersprüche vor, auch in den späteren Romantikern oder die dann das romantische Gedankengut übertragen haben, war kein Problem, dass da Widersprüche auftreten, weil eben der endliche Mensch sowieso nicht das Unendliche angemessen ausdrücken kann. Alle Lehren, alle religiösen, philosophischen Lehren sind nur zeitweilig gültig und müssen sich weiterentwickeln, im Gegensatz zum Dhamma, was wir als zeitlos betrachten. Ästhetische Kohärenz, dass alles ästhetisch irgendwie zusammenpasst, war wichtiger, als dass die Dinge Sinn machen. Ethik nur insofern relevant, als der ethische Imperativ bei den Romantikern war, in Einklang mit der Einheit, mit dem Universum, mit der eigenen Spontaneität zu handeln. Und das ist dann automatisch gut. Im Gegensatz zur Lehre eines ihrer Vorgänger, der Kant hat ja den moralischen, kategorischen Imperativ aufgestellt, dass also Ethik schon irgendwie ja allgemeingültig ist oder sein sollte, das eigene Handeln. Ja, religiöse Texte
waren von daher auch nicht wörtlich zu nehmen, sondern eben nur als Fingerzeige, als Metaphern, als Poesie. Die Vorstellung, dass alle Religionen gleich gut sind, dass sich Religion weiterentwickeln muss und dass religiöse Ansichten keine Autorität haben, außer dieser hier. Welcher? Ja, die Aussage, dass religiöse Aussagen keine Autorität haben. Hatte ich bei meinem letzten Vortrag über das Maß aller Dinge schon gesagt, dass es zu Zeiten des Buddha einen Asketen gegeben hat, der Diganaka, der nicht in die Falle getappt ist, sondern der gesagt hat, okay, auch diese Ansicht, dass ich keine Ansicht akzeptiere, lehne ich ab. Das war bei denen nicht so. Also ihre Ansicht, dass alle Ansichten nichtig sind, die war schon gültig. Und daher keine Schriften, keine Regeln, Erotik aber dagegen als Gottesdienst, als heiliger Zugang zur Unendlichkeit. Die Weltvorstellung, das Weltbild war eben, wie der Sebastian schon gesagt hat, dass das Universum unendlich, aber eins ist, ein organisches Ganzes. Organisch bedeutet, dass die Teile alle für einen Zweck da sind, dass Wechselwirkung zwischen den Teilen und dem Ganzen besteht und dass eine Evolution, eine Weiterentwicklung stattfindet. Unendlichkeit bedeutet im Bezug auf Religion auch, dass Gott ein Teil der Welt ist und nicht außerhalb steht. Weil vorher hatte man ja so die Idee, so die Welt ist so wie diese Schneekugel, wenn man schüttelt, schneit's. Und außerhalb ist der Himmel und da ist dann Gott und das ist getrennt. Aber wenn das Universum unendlich ist, dann muss eben auch Gott in diesem Universum enthalten sein. Dieses Unendliche wird aber durch einen endlichen Menschen erlebt. Von daher ist es ein Prozess, religiöse Praxis ein Prozess und es gibt eigentlich kein letztendliches Ankommen. Ja, wie kommt es dann, dass solche Vorstellungen unser Verständnis der Buddha-Lehre beeinflussen können? Denn wer liest denn heute noch Schleiermacher oder Schlegel? Ja, also Ajahn Jeff führt eine ganze Liste von Leuten an, die dazu beigetragen haben, romantisches Gedankengut in unsere Zeit weiterzutragen. Zum Beispiel Sir Edwin Arnold, der die Leuchte Asiens geschrieben hat, oder der Philosoph Hegel, der also auch persönlicher Freund von einigen der Romantiker war. Hermann Hesse ist ganz offensichtlich. Dann Helena Blavatsky, die Theosophie mitbegründet hat. Jiddu Krishnamurti, Friedrich Nietzsche, Carl Gustav Jung, Henry David Thoreau wird von ihm auch genannt, Swami Vivekananda und viele andere. Dann schreibt er etwas ausführlicher über den Waldo Emerson. Das war also einer der von David Thoreaus Freunden, der Freund, wie er schreibt in seinen Tagebüchern. Der hat von 1803 bis 1882 gelebt und gehörte zu der Gruppe von Transzendentalisten. Das war also erst ein Schimpfname von anderen, den die dann übernommen haben. Die haben in New England gelebt, das sind die nordöstlichen Staaten da der USA. Und für ihn war kein System zu haben und selbst Widerspruch als Stil, Ironie, war etwas, was er von den Romantikern übernommen hat und Ideen von der Weltseele, von der Überseele und so weiter entwickelt hat. Der Unterschied war aber, dass er schon ein ethisches Leben für wichtig gehalten hat. William James, Carl Gustav Jung waren zwei, die von dem romantischen Gedankengut die Metaphysik abgezogen haben, dafür aber wissenschaftliche Respektierlichkeit hineingebracht haben. Ich meine, der Jung war ja Psychologe oder Analytiker oder was auch immer, war Wissenschaftler, hat aber genau diese Gedanken dann in das wissenschaftliche Denken reingebracht oder mit dem wissenschaftlichen Denken vereint und dadurch eigentlich einer noch breiteren Schicht zugänglich gemacht. Dann Abraham Maslow, 1908 bis 1970, habe ich schon bei zwei Vorträgen mal erwähnt. Das war einer der Mitbegründer der humanistischen Psychologie, dem wir das Wort Selbstverwirklichung zu verdanken haben. Das hat er geprägt. Und ich kam zweimal schon auf ihn zu sprechen mit der Bedürfnispyramide nach Maslow. Hegel spielt eine Rolle, der hat sich zwar in vielen Punkten von den Romantikern abgewandt, hat aber diese Idee, dass sich Religion weiterentwickeln muss, mit seiner historischen Dialektik betont.
Dialektik bedeutet, eine These und eine Antithese kommen zusammen und dann gibt es eine Synthese auf höherer Ebene und so entwickeln sich die Religionen weiter. Hat also diese geschichtliche Herangehensweise an Religion und Philosophie sehr mächtig gemacht, kann man sagen. Für ihn war allerdings der Protestantismus dann die höchste Synthese. Andere Denker haben Hegel gelesen, wie zum Beispiel der Swami Vivekananda. Für ihn war dann aber der Hinduismus die höchste Synthese. Was aber interessant ist, weil den Begriff Hinduismus hat Vivekananda mitgeprägt, weil es gab vor den Zeiten des Kolonialismus das Wort Hinduismus gar nicht. Es gab eine Reihe von religiösen Praktiken, eine Vielzahl von religiösen Praktiken in Indien, die mehr oder weniger auf den Veden beruhten. Und durch den Druck des Kolonialismus mit der fremden Religion, die auf indischen Boden reingepresst wurde, hat sich eine Gegenbewegung gebildet. Und die waren aber natürlich sich darüber klar, dass Hinduismus etwas Vereintes sein muss. Jetzt haben wir das Thema Einheit wieder, um dem Widerstand leisten zu können. Und das war eben Vivekananda, ein Intellektueller, der auch im Ausland tätig war, bei dem Parlament der Religionen, so weiter, den Hinduismus im Ausland, im Westen bekannter gemacht hat. Ja, der Vivekananda hatte einen Schüler namens Prabhavananda und der ist in die USA gegangen, nach Los Angeles und hat dort eine Gesellschaft geleitet, die den für uns Westler attraktivsten Zweig des Hinduismus vertreten hat. Was könnte das sein? Yoga? Ja, eigentlich, ja, stimmt. Aber ich habe jetzt mehr so auf philosophischer Ebene gemeint. Also Advaita Vedanta ist sicherlich interessanter als irgendwelche Shiva-Kulte für uns Westler. Und Advaita bedeutet ja nicht Zweiheit. Also das ist der Aspekt des Hinduismus oder die Strömung im Hinduismus, die das betont, dass alles eins ist. Dass die individuelle Seele mit der Weltenseele, mit dem Brahman oder was auch immer eins ist. Ja, und dieser Prabhavananda in der Advaita Vedanta Society in Los Angeles hatte einen Schüler namens Aldous Huxley. Diejenigen, die das Schwarze Buch gelesen haben, haben schon einiges über ihn gehört. Der wird von Jnanavira als hinreißender Schriftsteller charakterisiert, aber auch als hoffnungslos verwirrter Denker. Aber er hat, also ich habe da in dem Buch jetzt ein paar Beispiele gelesen, wirklich nett geschrieben, mitreißend, süffig. Er hat 1944 ein Buch geschrieben, Perennial Philosophy, was also auf Deutsch erschienen ist unter dem Titel Ewige Philosophie. Und da stellt er die These auf, dass alle großen Religionslehrer diese Perennial Philosophy lehren, die besagt, dass das Selbst und der göttliche Urgrund, egal wie man den nun nennt, eins ist. Und wie verwirrt er als Denker ist, zeigt sich schon daran, dass er begründet, also die Perennial Philosophy ist wahr, weil alle großen Lehrer sie lehren. Und seine Definition von großen Lehrer ist, sind die, die die Perennial Philosophy lehren. Noch ein kleiner Gag, der ihn aber auch nicht weiter angefochten hat, war, er hatte also dieses organische Weltbild ziemlich ausgebaut, dass der Mensch Teil des Ganzen ist. Das Ganze ist gut, es ist göttlich, es ist perfekt und der Mensch in diesem perfekten Ganzen hat aber Leiden. Warum? Und dann bringt er ein Beispiel, so wie die unschuldige Niere und die unschuldige Leber im Körper eines verfressenen Säufers eben leiden muss und hat irgendwie nicht gemerkt, dass er damit den perfekten göttlichen Urgrund in die Rolle eines verfressenen Säufers gedrängt hat. Gut, er war Kettenraucher, er hat Mescalin öfter genommen, das kommt also in Notizen zu Dhamma ja auch zur Sprache. Er ist an Kehlkopfkrebs relativ früh gestorben und kurz vor seinem Tod hat er sich von seiner zweiten Frau zweimal ein Zehntel Gramm LSD geben lassen. Also ein Zehntel Gramm. Also wo der dann gelandet ist, wissen wir nicht. Nachdem nun der Buddha nicht Perennial Philosophy gelehrt hat, hat er also Dhamma schon ziemlich umschreiben müssen, damit es in sein Buch reinpasst. Er hat Nibbana als Einheit mit Brahma definiert.
Ajahn Jeff ist der Meinung, dass also dieses Buch ein Türöffner für Buddha Dhamma in den USA war, aber für einen hohen Preis natürlich. In den 50er, 60er Jahren hat es ja in den USA wirklich einen Boom gegeben, gerade mit Zen. Und das ist, kann durchaus sein, dass also Huxleys Bücher da ihren Anteil dran haben. Gut, soweit der historische Abriss, wie sowas denn transportiert werden könnte in unsere Zeit, auch wenn wir Schleiermacher und gut, Hölderlin und Novalis gibt's Fans, die den lesen, aber die anderen Schlegel liest kein Mensch. Möchte ich jetzt mal diese romantische buddhistische Vorstellung mit dem gegenüberstellen, was denn der Buddha gelehrt hat, Dhamma. Und auch ein paar Beispiele dazu zitieren. Ich gehe nach den Punkten vor, die Ajahn Jeff hat da sehr schön systematisch gemacht, 20 Punkte, die den buddhistischen Romantizismus charakterisieren. Das erste, also die Grundlagen der Religion nach den Romantikern, ist Gegenstand jeder Religion die Beziehung zwischen Mensch und Universum. Also die Frage, was bin ich? Jetzt ein Beispiel, was ich aus seinem Buch übersetzt habe. Die anderen Beispiele habe ich nicht übersetzen müssen, die habe ich in einschlägiger zeitgenössischer Literatur gefunden, ohne viel zu suchen. Die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, lautet: Wer bin ich? Unsere Antwort ist von höchster Bedeutung für unser Glück und Wohlergehen. Aber statt zu fragen, wer bin ich, könnte die Frage zu Wer sind wir werden. Unser Nachforschen wird dann ein Gemeinschaftskoan, ein gemeinsames Jahrtausendprojekt, und wir alle werden auf der Stelle große Heilige, im Buddhismus Bodhisattvas genannt, die einander in ihrer Evolution helfen. Das Universum, schon genannt, unendliche organische Einheit, die Wechselwirkung zwischen Mensch und Universum ist nicht deterministisch, also nicht vorherbestimmt, nicht vorher berechenbar, aber hat schon einen Zweck und es gibt keinen außerhalb davon. Der Mensch ist ein individueller Organismus, zugleich Teil der unendlichen Einheit des Universums, und von daher sollte man allem, was in einem selber vorgeht, auch trauen, weil es ja demselben Zweck dient. Also man sollte zum Beispiel seinen Trieben trauen, man hat allerdings keine Entscheidungsfreiheit, außer seine Natur als Teil der unendlichen Einheit auszudrücken. Man hat die Pflicht, auf das Gute im inneren Drängen zu bauen und diesen Zweck des Universums, auch wenn er uns unbekannt ist, so gut wie möglich zu erfüllen. Jetzt lese ich gleich mal zwei Beispiele vor, die das schön illustrieren. Aus einer Zeitschrift, die sich dem aktuellen Zustand des Buddhismus in unserer Welt gewidmet hat und die keinen treffenderen Titel haben könnte. Die Redaktion macht es einem leicht, sowas zu suchen, weil die süffigen Sprüche immer so als Blöcke hervorgehoben sind. Ärger ist lediglich eine Projektion deines Geistes. Im Grunde ist es ein Widerschein von Dharmakaya. Dein Geist ist nie getrennt vom Dharmakaya, von der reinen Grundnatur. Er ist von seiner Natur her nie irreführend, niemals. Nur aufgrund eines Mangels an Aufmerksamkeit und deiner Faulheit unterliegst du diesen Täuschungen. Nur vorübergehend ist dein Geist voller Makel. Doch inhärent und im Absoluten ist er zu jeder Zeit frei von diesen Verunreinigungen und künstlich erzeugten Verstrickungen. Dein Geist ist makellos wie Dharmakaya. Negative Emotionen sind nur scheinbar da und nicht wirklich vorhanden. Integraler Buddhismus verfolgt das Ziel, unsere Beziehung zur Welt durch eine Vertiefung der Beziehung zu uns selbst weiterzuentwickeln. Bedingungslose Annahme all unserer Aspekte lässt Weisheit wachsen. Ja, was sagt denn der Buddha dazu? Der Buddha sagt, wenn wir uns selber definieren als Teil, als Mensch, als Teil des Universums oder was auch immer, dann gehen wir in der Begrifflichkeit von Bhava vor, von Werden, von Dasein. Und das ist die Ursache, also Teil von Paticca-Samuppada. Bhava führt zu Geburt, zu Altern und Tod. Der Gegenstand des Dhamma ist nicht die Beziehung von Mensch und Universum, sondern das Ende von Leiden. Sowohl früher als auch jetzt verkünde ich nur dies, das Leiden und des Leidens Auflösung. Kanda Samyutta 86.
Des Weiteren sagt der Buddha, dass Fragen, ob Einheit besteht zwischen Mensch und Universum oder nicht, ob das Universum unendlich ist oder nicht, sind völlig irrelevant. Und sie können sogar zum Irrweg werden. Wer als seine Ansicht erklärt hat, das Universum ist unendlich, nur dies ist wahr, alles andere ist Unsinn, dessen Ansicht ist entweder durch eigenes, unweises Erwägen aufgestiegen oder abhängig von den Äußerungen eines anderen. Diese Ansicht aber ist geworden, gestaltet, beabsichtigt, bedingt entstanden. Was aber geworden, entstanden ist, ist unbeständig. Was immer unbeständig ist, ist leidhaft. Und an eben jenem Leidhaften hängt er an, ist ihm verfallen. Wenn die Ansicht besteht, die Welt ist endlich, kann das heilige Leben nicht gelebt werden. Wenn die Ansicht besteht, die Welt ist unendlich, kann das heilige Leben nicht gelebt werden. Ob nun die Ansicht besteht, die Welt ist endlich, oder die Ansicht, die Welt ist unendlich. Es gibt Geburt, es gibt Altern, es gibt Tod, es gibt Kummer, Klagen, Schmerz, Trauer und Verzweiflung, deren Vernichtung ich hier und jetzt erkläre. Die Welt ist endlich, ist von mir nicht verkündet worden. Die Welt ist unendlich, ist von mir nicht verkündet worden. Warum habe ich jenes unverkündet gelassen? Weil es nicht förderlich ist, weil es nicht zu den Grundlagen des heiligen Lebens gehört, weil es nicht zur Ernüchterung, zur Lossagung, zum Aufhören, zum Frieden, zur höheren Geisteskraft, zum Erwachen, zu Nibbana führt. Deswegen ist es von mir nicht verkündet worden. Und was ist von mir verkündet worden? Dies ist Leiden. Dies ist der Ursprung von Leiden. Dies ist das Aufhören von Leiden. Dies ist der Weg, der zum Aufhören von Leiden führt, ist von mir verkündet worden. Warum ist jenes von mir verkündet worden? Weil es förderlich ist, weil es zu den Grundlagen des heiligen Lebens gehört, weil es zur Ernüchterung, zur Lossagung, zum Aufhören, zum Frieden, zur höheren Geisteskraft, zum Erwachen, zu Nibbana führt. Deswegen ist es von mir verkündet worden. Meister Gotama, ist alles eins? Alles ist eins, ist die dritte Form von Kosmologie, Brahmane. Dann ist alles Vielheit. Alles ist Vielheit, ist die vierte Form von Kosmologie, Brahmane. Unter Vermeidung dieser zwei Extreme lehrt der Tathagata Dhamma in der Mitte. Und dann kommt die Folge von bedingter Entstehung, von Unwissenheit über Begehren hin zu Dasein, Geburt, Alter, Tod. Womit wir mit den Romantikern übereinstimmen, ist, dass das Universum nicht deterministisch ist. Das heißt, es ist nicht alles vorherbestimmt. Aber es ist kein höherer Zweck darin. Denn dann müssten wir ja dem Leiden einen höheren Zweck zumessen. Und dann wäre es wahrscheinlich sehr schwierig, für das Entkommen aus dem Leiden zu praktizieren. Entscheidungsfreiheit ist weltliche richtige Ansicht und die Grundvoraussetzung der Praxis. Das ist einer der ganz entscheidenden und wichtigsten Unterschiede. Und dass wir unseren Wünschen im Einfluss von den Kilesas, von Unwissenheit, Herzenstrübungen, von Begehren nicht trauen können, sondern dass nicht eine offene Empfänglichkeit, sondern Umsicht, eine Achtsamkeit voller Umsicht erforderlich ist. Paticca-Samuppada, die zweite edle Wahrheit, bedeutet nicht, dass alles miteinander verbunden ist, sondern es ist die Konditioniertheit unseres leidhaften Erlebens. Also nicht etwas Gutes, bedeutet nicht Einheit. Ja, nicht an Entscheidungsfähigkeit geglaubt? Also. Nee. Oder würde noch heißen, dass das vorbestimmt ist? Dann geht oder nicht? Nee, wir haben die Pflicht, dem Zweck des Universums Ausdruck zu verleihen. Aber nicht deterministisch im Sinne von, wenn du weißt, wie die Billardkugel läuft, dann könntest du die ganze Zukunft vorher berechnen. Das haben die ja gemeint, als der Isaac Newton seine Gesetze damals formuliert hatte. Ja, aber freier Wille haben sie nicht dran erlaubt. Nee, das war ja einer ihrer Widersprüche. Deswegen haben sie sich ja genauso auf dieses Gefühlsleben versteift. Ja, also Erleben von Einheit mit dem Universum ist ja etwas Konditioniertes und als Ziel der Praxis bedeutet es, dass es automatisch das Erreichen des Unkonditionierten, nämlich Nibbana, ausschließt. Einen Sinn im Universum oder im Leben zu suchen bedeutet, dass wir dann
lediglich anstreben, im Leiden irgendwie glücklich zu sein, irgendwie das mit einem Lächeln hinzunehmen. Was jetzt nicht heißen soll, dass Gleichmut eine Eigenschaft ist, die wir nicht brauchen, aber es ist nicht das Ziel der Praxis. Wenn wir uns die Frage stellen, ist ein Ausstieg aus Krankheit, Altern und Tod möglich, aber wir unsere Praxis und im Sinne von Dasein definieren, dann ist die Antwort natürlich nein. Und wenn wir keine Entscheidungsfreiheit haben, ist auch keine Praxis letztendlich möglich. Diese Unterschiede auf den Grundlagen der, in den Grundlagen der Religion vernichtet eigentlich alles, was ich am Anfang da, diese ganzen wohlklingenden, vollmundigen Sprüche, so gerne wir sie hören, so schön sie klingen, eigentlich mit einem roten Filzstift durchstreicht. Kann man völlig vergessen. Jetzt kommen wir mal zu den Einzelheiten des religiösen Erleben und dessen Wirkung. Die Romantiker sagen, Leiden entsteht durch den Verlust von innerer und äußerer Einheit, Trennung von sich selbst und dem Universum. Religiöses Erleben ist für alle gleich, findet nur unterschiedlich Ausdruck in Worten. Intuition des unendlichen Einheit ist etwas Immanentes, das heißt, es findet innerhalb der Welt statt. Es gibt kein außerhalb der Welt. Wie ich schon gesagt habe, Gott war früher außerhalb der Welt, jetzt ist er innerhalb der Welt, weil die Welt ja unendlich ist, die umfasst alles. Dieses Erleben der Einheit ist etwas Heilendes, aber es ist etwas Zeitweiliges. Und es gibt keine Freiheit außerhalb der kosmischen Organisation und seiner Gesetze. Buddhistischer Text aus heutiger Zeit. Unsere Mission ist nicht, der Welt zu entkommen, sondern uns in sie zu verlieben. Dafür sind wir geschaffen, denn wir entstehen in Abhängigkeit von ihr, in einem Tanz, in dem wir uns immer wieder neu entdecken und verlieren. Buddhismus. Aktuell. Das religiöse Erleben muss wiederholt werden, um das Einheitsgefühl immer mehr zu verbessern. Erwachen ist kein Zustand, den Sie erreichen und der Ihnen einen privilegierten Zugang zur Wirklichkeit verschafft, sondern ein fortlaufender, wahrscheinlich nie endender Beziehungsprozess zur Welt. War mir jetzt zu schnell. Erwachen ist kein Zustand, den Sie erreichen und der Ihnen einen privilegierten Zugang zur Wirklichkeit verschafft, sondern ein fortlaufender, wahrscheinlich nie endender Beziehungsprozess zur Welt. Der letzte Punkt ist, dass wir die Wunder im Alltag sehen sollen, beziehungsweise das religiöse Erleben der Einheit ermöglicht es uns, die Wunder im Alltag zu sehen. Was sagt die Lehre dazu? Leiden ist nicht durch Verlust von äußerer Einheit und innerer Einheit geboren, sondern von Begehren. Begehren konditioniert ergreifen. Das führt zu Werden, zu Dasein. Und das ganze Spielchen ist bedingt durch Unwissenheit. Unwissenheit darüber, dass es einen Ursprung des Leidens gibt und ein Aufhören des Leidens gibt. Ja, es gibt auch in der Buddha-Lehre die zeitweilige Befreiung, Samaya Vimutti, also eine zeitweilige Leidfreiheit durch meditative Zustände, die werden jedoch nicht als höchstes Ziel betrachtet. Und Nibbana, das höchste Ziel, die endgültige Leidfreiheit, ist nicht immanent, ist nicht innerhalb der Welt, ist, sondern ist jenseits von den Sinnesgrundlagen, jenseits von Gefühl, jenseits von Raum und Zeit. Es ist eine Freiheit von allen Begrenzungen und allen Konditionierungen, also nicht mehr in Gesetzen des organischen Universums unterworfen. Es gibt, ihr Mönche, jenes Gebiet, wo es weder Erde gibt, noch Wasser, Feuer, Wind, weder das Gebiet der Raumunendlichkeit, der Bewusstseinsunendlichkeit, der Nicht-Etwasheit, auch nicht das Gebiet von weder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung, weder diese Welt noch die nächste Welt, weder Sonne noch Mond. Und dort gibt es weder Kommen noch Gehen noch Stehenbleiben, weder Abscheiden noch Aufersprießen, ohne Schöpfung, ohne Evolution, ohne Stütze. Das, genau das ist das Ende von Leiden. Auch in der Buddha-Lehre gibt es Stufen im Fortschritt, aber gerade ab Stromeintritt mit einer Unumkehrbarkeit, Nichtverlierbarkeit verbunden.
Und für den Arahant gilt natürlich Katankaraniyan, es ist getan, was getan werden musste. Darüber hinaus gibt es nichts mehr. Wunder im Alltag sehen ist auch etwas, was in der Buddha-Lehre vorkommt. Wir haben eine der, glaube ich, 8 zeitweiligen Erlösungen ist zum Schönen entschlossen sein. Supanti evang adimutto hoti. Also jemand ist zum Schönen entschlossen, jemand, der seine meditative Wahrnehmung so geschult hat, dass er wirklich in allem das Schöne sieht. Aber es ist eben keine endgültige Leitfreiheit, sondern eben ein meditativer Erreihungszustand. Wird auch als Vipassanu beschrieben. Vipassana Upakilesa kann ein Hindernis sogar auf dem Weg werden, wenn wir so im Samadhi ohne Weisheit hängen, dass es nur noch alles leuchtet und blinkt und schön ist. Aber im Grunde geht es bei der romantischen Religion, ob es nun eine buddhistische Variante oder was auch immer ist, darum, ein schlechtes Selbst zu tauschen gegen ein besseres Selbst, ein brahmisches Selbst, ein unendliches Selbst, ein alles umfassendes Selbst. Aber eben immer noch ein Selbst, eine Identifikation. In der Buddha-Lehre geht es darum, Einheit, die Herzenssammlung Samadhi als Teil des Weges zu begreifen und auch zu begreifen, dass es sich noch um etwas Gestaltetes handelt, was letztendlich loszulassen ist. Es dient uns als Werkzeug, mit dem wir die Khandas, unsere Daseinsaspekte, erkennen als das, was sie sind, nämlich nicht eins, sondern getrennt, als etwas Fremdes, als etwas Losgelöstes. Und wenn wir die Lehrweise sehr vieler Grupa Ajans hören, die sagen, trenne Gefühl von dem Körper und von dem Geist, der das erlebt, da geht es darum zu analysieren, um zu sehen, dass dieses monolithische Ganze, was wir unser Selbst als sich immer darstellen als etwas Ganzes, eben bedingt ist, aus Einzelteilen besteht, von veränderlichen Faktoren abhängig ist. Und diese Analyse ist genau das Gegenteil als dieses Bestreben, das Selbst noch zu zementieren, indem ich das Selbst nicht nur jetzt als kleines Würmchen auf der Erde, sondern als eins mit dem ganzen Universum verstehe. Ja, die romantische Vorstellung, dass es um eine Einheit geht, die wieder zu entdecken ist und dass alle Formen religiösen Erlebens letztendlich dasselbe ist, würde auch verhindern, dass wir das, was wir in unserer eigenen Praxis erleben und erreichen, checken. Wenn es alles das Gleiche ist, dann müssen wir nicht weiter nachschauen. Ansonsten wäre es schon sehr ratsam, mal zu gucken, ja, bilde ich mir jetzt irgendwas ein, erreicht zu haben, oder sind tatsächlich jetzt in mir bestimmte Herzenstrübungen ausgerottet worden? Von den buddhistischen Romantikern wird den Pali-Hardlinern manchmal vorgeworfen, naja, Nibbana als Transzendenz, als etwas außerhalb der Welt zu betrachten, das ist doch dualistisch. Erleuchtet in der Welt zu sein, das ist nicht dualistisch. Tja, da ist man erstmal betroffen und sagt, weiß nicht, was man da recht drauf sagen soll. Aber diese Wertmaßstäbe, dualistisch ist automatisch besser als nicht dualistisch, stammt ja nicht vom Buddha. Also da müssen wir raufdrücken lassen, dass wir die Buddha-Lehre mit Maßstäben werten, die von woanders herkommen. Das sind die Maßstäbe von Advaita Vedanta zum Beispiel. Und wenn man sich deren Zeitschriften anschaut, was ist Erleuchtung zum Beispiel, da kommt sehr klar rüber, dass die Advaita-Leute, die ja sagen, alles ist eins, die Buddhisten immer gerne an ihre Brust drücken. Und viele Buddhisten lassen sich dann auch gerne drücken. Aber wir sind eigentlich nicht der Meinung, dass alles eins ist, von daher müssen wir das denen nicht abkaufen. Die Frage lautet auch gar nicht, was ist denn jetzt besser, nicht dualistisch oder dualistisch, sondern die Frage lautet, will ich dem Leiden entkommen? Gut, noch ein paar Bemerkungen zur Praxis. Nach romantischer Vorstellung ist die Praxis ein natürliches Bedürfnis und ein natürliches Ereignis, was automatisch abläuft, außer wenn irgendwelche Hindernisse im Weg sind. Und was wir brauchen, ist eine offene, nicht wertende Empfänglichkeit. Dann erotische Liebe wird als Teil des Weges betrachtet. Das Zitat dazu lautet, und ich gebe zu, dass Vögeln etwas Kraftvolles, sogar Spirituelles sein kann. Aus dem Buch Sex, Sünde und Zen,
eine buddhistische Entdeckungsreise in Sachen Sex. Ja, die Praxis, da sind alle Ausdrucksformen zu tolerieren, aber als begrenzt zu sehen und ihnen keine Autorität beizumessen. Religiöse Texte sind schädlich, wenn man sie zu ernst nimmt. Jetzt unsere Position vom Dhamma. Praxis ist nicht etwas, was automatisch abläuft, sondern es erfordert schon eine gewisse Einsicht, dass wir da was tun müssen, erfordert einen Entschluss und einen Energieaufwand. Und Achtsamkeit allein ist es auch nicht, sondern Achtsamkeit muss mit Umsicht gekoppelt sein, beziehungsweise in den achtfachen Pfad eingebettet sein. Zu dem Punkt erotische Liebe als Teil des Weges sage ich jetzt nichts, weil als Mönch gelte ich natürlich als befangen. Aber ich habe da schon mal, glaube ich, einen meiner längsten Vorträge drüber gehalten, Sex und Namarupa, wo dann einige Leute schlecht geschlafen haben anschließend. Toleranz gegenüber anderen Religionen ist natürlich eine Frage guter Manieren und selbstverständlich sind wir im Dialog und lassen anderen ihren Glauben. Und der Buddha hat selber auch festgestellt, dass bestimmte Elemente seiner Lehre bei anderen anzutreffen sind, aber das Überweltliche ist nur im Buddha-Dhamma zu finden. Es gibt eine Meditationslehrerin, die der Meinung war, Sri Ramana war erleuchtet, aber die Suttas sagen uns, der Sotapanna-Test besteht darin, dass wir Leute, die außerhalb des Buddha-Dhamma stehen, nicht als erleuchtet betrachten. Wichtig ist, dass Kamma anerkannt wird, also wenn wir auch mit anderen Religionen zusammenarbeiten, dass Ethik eine Rolle spielt, dass anerkannt wird, dass unsere Taten Folgen haben. Dass es wichtig ist, dass wir heilsame Entscheidungen treffen. Für uns im Orden gibt es ja die Vorschrift, wenn jemand von einer anderen Religion kommt und die Positionen vertreten, dass es wurscht ist, was wir tun, dass die eine Probezeit einhalten müssen. Wer von einer anderen Religion kommt, die kann man für als Grundlage haben, die brauchen keine Probezeit einzuhalten. Im Grunde müsste dann jeder Christ eine Probezeit einhalten, weil der Teil der christlichen Lehre sagt, dass wenn du an Jesus glaubst, sind dir deine Sünden vergeben. Respekt gegenüber religiösen Texten wird nicht als Hindernis betrachtet, aber Respekt allein genügt natürlich nicht, sondern wir müssen sie auch anwenden. In der 101. Lehrrede in der mittleren Sammlung wird gesagt, es gibt manche Fälle, wo wir Leiden auflösen können, indem wir nur zusehen mit Gleichmut. Aber es gibt Fälle, wo wir an den Bedingungen was ändern müssen, wenn wir dieses Leiden auflösen wollen. Heilsam und unheilsam hat der Buddha als kategorische Lehre genannt. Es ist nicht etwas Relatives oder Beliebiges oder was sich mit der Zeit ändert. Heilsam ist heilsam, unheilsam ist unheilsam. Diese Vorstellung von der nicht werdenden Achtsamkeit finden wir unter den romantischen Buddhisten oft gekoppelt mit diesem Gegensatz. Ich praktiziere Achtsamkeit und die anderen praktizieren Samadhi. Samadhi ist die einengende, verdrängende Praxis und Achtsamkeit, das ist das offene, weite. Aber der Buddha hat einen achtfachen Pfad gelehrt, wo beide zusammengehören, Samadhi und Sati. Und wenn wir eins davon weglassen, dann kommt eben ein falscher achtfacher Pfad heraus, der nicht dieselben Ergebnisse haben wird wie der richtige edle achtfache Pfad. Buddha hat ein schönes Gleichnis gegeben, wenn wir den falschen Mittel anwenden, zum Beispiel eine Kuh am Horn melken, kommt keine Milch raus. Also wenn wir Milch haben wollen, müssen wir gefälligst am Euter ziehen. Die Weigerung, Gefahr in Sinnlichkeit zu sehen, also es ist jetzt kein moralischer Zeigefinger, weil Sex zu haben ist für Laien völlig in Ordnung. Aber das hochzustilisieren und zu sagen, da steckt keine Gefahr dran. Meine Sinnlichkeit ist ja nicht nur Sex. Es ist alles, was wir über unsere fünf Sinne erleben. Alles Glück, alles angenehme Erleben, was wir über die Sinne erleben, ist potenziell eine Droge. Es so zu sehen, wird vom Buddha empfohlen.
es nicht so sehen wollen, zu wollen und zu sagen, meine unendliche Spontanität muss ich ausleben und das ist der Weg zum Heil, ist natürlich, sind die genau die Kilesas, die mit dieser Strategie sich selber beschützen. Die Herzenstrübungen, die sich selber beschützen, Gier, Hass und Verblendung. Ergebnis der religiösen Praxis ist der Wunsch, das Gefühl auszudrücken von Einheit. Der Geist ist aber begrenzt, von daher wird die Beschreibung mehr in Richtung Poesie, Mythos, Deuten auf die Wahrheit hingehen. Lehrsysteme, Lehren sind privat und nicht allgemeingültig. Regeln sind nicht notwendig. Das war ja überhaupt der Verkaufsschlager Nummer eins, warum die Romantiker so populär geworden sind, war eben die Freiheit ohne Verantwortung. Weil die Verantwortung war ja beim Universum. Die Freiheit, okay, spontan zu sein. Wenn man Teil des Universums ist, dann muss man sich halt go with the flow da hineinfügen. Jenseits von falsch und richtig zu sein. Kommen meine letzten Zitate aus dieser wunderbaren Zeitschrift. Die säkulare Vision der Welt reicht völlig aus, um ein ethisches Leben zu führen und sich einer spirituellen Praxis zu engagieren, die ein solches Leben prägt. Das bedeutet aber für mich, dass wir den Buddhismus von Grund auf neu denken müssen. Die Entwicklung der Lehren müssen sich weiterentwickeln. Es gibt keine Lehren, die zeitlos sind. Und ja, das ist dieser Hegelsche Gedanke von der Weiterentwicklung. Von daher gibt es auch keinen Urbuddhismus und Buddhismus muss immer neu geschaffen werden, muss sich anpassen und die Anpassungsfähigkeit des Buddhismus, wie oft habe ich das schon gelesen, wird gefeiert als besondere Errungenschaft, statt sich auf die Frage zu konzentrieren, was ist der Weg aus dem Leiden heraus, wird die Frage gestellt, wie wird der Buddhismus am Ende des 21. Jahrhunderts in Deutschland aussehen? Und die Zeiten, die gesellschaftlichen Bedingungen und so weiter ändern sich. Der Buddha selbst hat uns angeleitet, uns dementsprechend zu ändern. Tatsächlich sind wir eher im Einklang mit den Anweisungen des Buddha, ob wir nun einen westlichen Buddhismus, einen amerikanischen oder einen europäischen etablieren. Ich glaube nicht, dass dies gegen irgendwelche buddhistischen Lehren oder Prinzipien verstieße. Es ist vielmehr ein natürlicher Prozess. Es ist Evolution. Evolution der Lehre gilt als Pflicht, als lebenserhaltend, damit es nicht eintrocknet und steril wird. Also werden, Baba, wird da wieder mal hochgejubelt. Dagegen, sagt die Buddha-Lehre, eine Beschreibung des Weges ist möglich. Poesie gibt es natürlich auch im Pali-Kanon, also Theragata, Udana habe ich vorhin was vorgelesen. Also es gibt da schon sehr inspirierende, gefühlansprechende Äußerungen, aber die Lehre als Führung, Mittel zur Führung, ist doch mehr im Vordergrund. Dann die vier edlen Wahrheiten sind auch etwas Kategorisches, das heißt Universalgültiges, nicht privat, nicht von der Person abhängig. Und sie sind nicht beliebig und sie sind nachprüfbar. Ethik als Regel für den Weg ist die Grundlage und danach, wenn wir den Weg zu Ende gegangen sind, ja, die Lebensweise der Edlen. Heilsam, unheilsam, kategorische Lehren, Grundlage der Praxis. Und Dhamma ist natürlich Akaliko, ist zeitlos, haben wir heute wieder gechantet. Weil oft gesagt wird, die Lehre des Buddha, so wie es im Pali-Kanon vor allem gelehrt wird, ist das Produkt einer indischen Gesellschaft 500 Jahre vor Christus. Und Evolution, Weiterentwicklung, wenn man an dieser Lehre rummacht, ist einer der Gründe dafür, dass sie verschwindet. Also nicht dran rummachen, wäre für das Wohl derer, die nach uns kommen, anzuraten. Jetzt sagen die romantischen Buddhisten, buddhistischen Romantiker, uns Pali-Hardliner natürlich wieder, ja, ihr sträubt euch gegen Veränderung. Und Widerstand gegen Veränderung ist doch Leiden, hat der Buddha gesagt. Hat er das gesagt? Nee, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, Identifikation mit vergänglichen Dingen ist Leiden.
Also keinerlei Rechtfertigung für go with the flow, lass alles treiben. Zusammenfassend, vom Grundprinzip her, also Einheit bei den Romantikern, vom Ziel innerhalb der Welt oder außerhalb der Welt und vor einem Freiheitsbegriff, der einmal mit Verantwortung einhergeht und einmal ohne Verantwortung, sind der buddhistische Romantizismus und die Buddha-Lehre völlig unterschiedlich. Von daher wäre es völlig unsinnig, wenn wir uns die Maßstäbe der Romantiker überstülpen lassen würden, um die Buddha-Lehre zu beurteilen. Die buddhistische Romantik oder romantische Buddhismus ist Falschgeld. Es gibt eine Lehrrede, wo der Buddha von falschem Gold spricht. Solange es kein Falschgeld gibt, kein Problem, gibt es nur echtes Geld. Sobald Falschgeld auftaucht, trauen die Leute auch dem echten Geld nicht mehr. Genauso ist es mit der Lehre. Sobald die falsche Lehre, die gefälschte Lehre auftaucht, ist die richtige Lehre am Schwinden, wird es schwieriger. Sind die Leute verunsichert, wissen nicht mehr, was sie für richtig halten sollen. In den Suttas gibt es genügend Beispiele in der angereihten und der gruppierten Sammlung über Gründe und Bedingungen, warum die richtige, gute Lehre verschwindet und die falsche Lehre kommt. Eben ja, auf süffige Worte hören wollen, wenn die eigene Praxis degeneriert und eben wenn das Falschgeld da mal auftaucht. Ja, das Buch ist relativ neu. Ich habe ein paar da, die ich euch dann mitgeben kann. Aber es ist eins von Ajahn Jeffs Büchern, die etwas mehr Wellen schlagen. So habe ich jetzt hier eine andere buddhistische Zeitschrift, eine Vereinszeitschrift. Die ist ganz neu, Januar bis April 2016. Und da steht ein Artikel drin über Einheit in der Buddha-Lehre. Der Weg zum Einen heißt der, Meditation der Weg zum Einen. Und der ist offensichtlich von Ajahn Jeffs Buch inspiriert worden. Es geht da mit der Romantik los und da sind einige Sätze auf Deutsch zu finden, die hat der Autor vermutlich wortwörtlich übersetzt aus dem Buch von Ajahn Jeff, ohne die Quelle anzugeben. Vermutlich, weil es könnte auch anders sein. Vielleicht haben beide Autoren aus einem morphogenetischen Feld geschöpft und gleichzeitig dieselbe Idee gehabt, was mal wieder beweist, dass alles eins ist. Aber der Autor dieses Artikels geht über die Romantiker hinaus, also sagt, dass die Idee ursprünglich von Plotin kommt. Plotin ist der Schüler von Plato, der Begründer des Neuplatonismus. Der Artikel gibt keine Auskunft darüber, wie die neuplatonische Liebe beschaffen ist, aber er gibt darüber Auskunft, dass, nachdem es also falsch ist, Einheit anzustreben, sollten wir Vipassana praktizieren statt Samatha. Das heißt, wir sollten Achtsamkeit statt Samadhi praktizieren. Und somit fällt er auch voll wieder in die gleiche romantische Falle hinein, der er entgehen will. Also es ist ein weit verbreiteter Virus. Als ich das Buch von Ajahn Jeff gelesen habe, es ist unglaublich gut recherchiert und es verzweigt und also eine Fülle von Informationen, habe ich mir gedacht, das hat er bestimmt schon länger in der Schublade rumliegen. Und dann habe ich da mal gegoogelt und festgestellt, er hat tatsächlich 1971 seinen Abschluss, College-Abschluss in europäischer Geistesgeschichte gemacht. Also ich denke, dass er das da ihn schon lange gedrängt hat, mal dieses Buch zu schreiben. Ich kann es wirklich empfehlen, aber es hat einen ganz großen Mangel. Es beantwortet eine Frage nicht. Warum? Gut, er schreibt, dass wir es gewohnt sind, wenn wir neue Dinge betrachten, die durch eine Brille zu betrachten, mit der wir vertraut sind. Und das ist eben dieses romantische oder neoromantische Denken, das ist die Brille, durch der wir die Buddha-Lehre betrachten. Aber das verschiebt ja die Frage nur. Warum? Also Ajahn Jeff
kritisiert ja gerade die historische Herangehensweise, zu sagen, Religion oder Religionsverständnis hat sich so und so entwickelt, aber er fällt, tappt genau in diese Falle selber rein. Also nach dem Buch ist die Tatsache, dass Buddhismus degeneriert aufgrund bestimmter Vorstellungen, die möglicherweise auf die Romantiker zurückgehen oder auch nicht, eine Verkettung unglücklicher Ereignisse ist. Also wenn Ken Wilber nicht Abraham Maslow gelesen hätte und der nicht Aldous Huxley gelesen hätte, was wäre denn gewesen, wenn der Huxley bereits 1944 an irgendeiner Überdosis von irgendwas gestorben wäre? Oder der Waldo Emerson beim Waldspaziergang von einem Bären aufgefressen wurde? Oder wenn der August Schlegel zum Schelling gesagt hätte, was, meine Caroline willst du? Und zückt seine Duellpistole und bläst ihm ein Loch in den Schädel. Also es erklärt irgendwie nichts. Was wäre denn dann gewesen? Was wäre es genauso gekommen? Also dass wir dieses degenerierte, aktuelle Buddhismusverständnis bei uns haben, ist nicht, wie man auf Fränkisch sagt, blade gloffen, sondern da stehen Ursachen dahinter. Wenn also die romantische Herangehensweise an Dhamma leidhaft ist, weil es dem Leiden nicht entkommen kann, dann ist natürlich klar, was die richtige Antwort ist. Die Ursache dafür ist Unwissenheit. Unwissenheit, ja. Ich hätte jetzt Begehren gesagt, aber Unwissenheit ist genauso richtig. Ja. Begehren kommt ja, hat ja verschiedene Ausdrucksformen. Begehren führt zu Ergreifen von irgendetwas und zum Werden dann, zum Erscheinen in einer Situation. Warum ist jetzt gerade dieses Begehren, mit dem Universum eins zu werden, so attraktiv? Ich meine, nicht für alle. Für Leute, die sehr damit beschäftigt sind, sich von dem Leiden in ihrem Leben abzulenken, indem sie Shopping gehen oder sonst irgendwie sich über Sinnesgenüsse ablenken, ist das der Horror, mit dem Universum eins zu werden, zu verschmelzen, ein Tautropfen im Ozean zu sein. Aber für Menschen, die schon erkannt haben, dass dieses begrenzte, ständig suchende über Karma, der Sinnesbereich ist ja eigentlich die Wunschsphäre, immer hin und her gerissen zu sein, dass das auf Dauer leidhaft ist oder dass das genau eben die Essenz des Leidhaften ist. Menschen, die so weit schon vorgedrungen sind, sehnen sich ja danach, nicht mehr suchen zu müssen. Aber der Buddha lehrt einen Weg dahin, die Suche wegzulassen, dass die Suche überflüssig wird. Die Romantiker lehren einen Weg, endlich irgendwo angekommen zu sein. Das brahmische Dasein, eins mit allem zu sein. Die ewige Philosophie von Huxley. Klar lehren das alle Weisheitslehrer, aber nicht die Großen. Klar, weil sie alle das Begehren haben, nach ewiger Ruhe nicht mehr suchen zu müssen. Ewigkeit ist nicht das Verlangen nach unbegrenzter Dauer, sondern nach dem Ende der Suche. So ähnlich hat Sartre mal gesagt. Das brahmische Dasein, das alles umfasst, wo es nichts anderes gibt, ja, da haben wir unseren Platz gefunden. Es ist ja auch wahrscheinlich besser, als irgendwie so einen Fleischklops zu haben, der krank wird und alt wird und stirbt. Nur die Vision, die der Buddha hatte, seine Kenner der Welten, sagen wir, wenn wir das chanten, er hat gewusst, dass selbst die ganze Welt unbeständig ist und kein Ruheplatz ist, dass jeder Ruheplatz etwas Konditioniertes ist und alles, was konditioniert ist, ist von Bedingungen abhängig, die wiederum unbeständig sind. Sabbe Sankara Anicca chanten wir jeden Morgen. Von daher gibt es keinen Ruheplatz, der innerhalb des Daseins stattfindet.
Der romantische Buddhismus ist so eine Art Wellness-Buddhismus. Man möchte den Kuchen gerne behalten. Der ist schon vergammelt, der stinkt schon. Aber wir finden den so schön, wir richten den schön her, dass wir den nicht aufgeben müssen. Kuchen ist jetzt noch ein etwas höfliches Beispiel. Der Buddha hat von Scheiße gesprochen. Er hat gesagt, das kleinste bisschen Scheiße stinkt. Genauso wie Dasein leidvoll ist. Selbst das kleinste bisschen, wobei mit kleinsten bisschen meinte er das subtilste Dasein als eben als ein Wesen, was die ganze Welt umfasst. Und das lässt sich ja in der Meditation auch erleben. Also nicht von mir, aber es gibt Leute, so wie eben gerade dieser Sri Ramana, den wir heute schon erwähnt hatten, der hat sich als eins mit dem Kosmos erlebt. Aber es ist ein verlockendes Dasein. Und wir, nun, wie ich auch schon gesagt habe, im Vergleich zu dem Fleischklops-Dasein, etwas, was sehr lange sehr frei ist von Dukkha-Vedana, von unangenehmen, schmerzhaften Gefühlen. Nur eben nicht entkommen, weil es endlich ist. Okay, was tun? Wir können uns gegen das Falschgeld wappnen, indem wir es von dem richtigen Geld unterscheiden lernen. Der Vortrag heute Abend soll seinen Beitrag dazu leisten. Ansonsten die Tipps für den Alltag. Das richtige Geld kennenlernen, Suttas lesen, gute Sekundärliteratur. Nicht einfach wahllos irgendwas, nur weil da irgendwas mit Buddha draufsteht. Buddhistische Zeitschriften in die Tonne klopfen. Nicht lesen. Und als drittes Schweigen beim Essen. Eva. Ja, schon harter Tobak, das zu schreiben. Da muss man die buddhistische Lehre von Grund auf ändern, wenn ich nicht, wenn es mir nicht passt. Das ist schon witzig, das ist so, also witzig, das ist heftig, was da drin steht eigentlich. Ja. Ich lese das ja nicht. Ja. Aber passt mir nicht rein, so, jetzt müssen wir alles ändern. Ja. Ich habe gedacht, ich brauche einen Nachmittag, um hier meine Zitate zusammenzusammeln für den Vortrag. Ich denke mal, 5 Minuten mit der Hälfte reicht dann schon wahrscheinlich. Naja, eine halbe Stunde habe ich gebraucht. Schön, dass du. Aber die haben das ja nicht produziert. Das ist nur ein Spiegel, ein Sprachrohr für das, was bereits besteht. Ja, das ist schon klar, ich meine. Ja, also die sind da jetzt nicht dran schuld. Man hört das ja nicht, wirklich, wenn man es nicht liest. Das ist jetzt die aktuelle buddhistische Ansicht ist in dem Heft. Von Leuten, die das schreiben, das weiß man ja nicht, wenn man es nicht liest. Deswegen war ich ein bisschen verblüfft, dass das doch so heftig ist. Aber ich war auch etwas verblüfft, muss ich zugeben, dass das bei uns in der Bücherei rumliegt. Tankantico hat uns schon mal darauf hingewiesen, aber ich habe da nie reingeschaut. Deswegen ist mir das etwas entgangen. Also wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass in unserer Bücherei nur richtige Ansicht vertreten ist. Aber das ist erkennbar an dem Etikett. Wenn da steht REL, andere Religionen, dann darf da was anderes drin stehen. Wenn da steht TIP, tibetischer Buddhismus, darf da auch was anderes drin stehen. Wenn das zu Theravada gehört, und da haben wir schon ausgemistet. Aber was ist jetzt mit der Zeitschrift? Ist das allgemeiner Buddhismus oder würde irgendjemand auf die Idee kommen, zu sagen, dass das repräsentiert, was wir hier für richtig halten? Glaube ich eher nicht. Ich habe auch schon so ein Skill in Questions, habe ich auch schon durch. Das ist ja auch sehr. Also, ich kann das auch gut rüberbringen. Also, es ist nicht nur kompliziert, finde ich. Das ist ein Kopf, das hat Hand und Fuß. Nur er hat sich so in seinen historischen Ansatz verstrickt, dass er irgendwie selber nicht gemerkt hat, dass er genau die Falle reingetappt ist, die er da kritisiert hat. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, der geschichtliche Abriss, den ich gegeben habe, hat seinen Sinn, dem zu sagen, okay, das reicht nicht. Es ist wunderbar, wie dann von William James hat dann das und das von den Transzendentalisten übernommen und der Junge hat von James beeinflusst, sich von Sigmund Freud losgesagt und lückenlos, also bis in die Gegenwart. Und ja, aber wie wäre es gewesen, wenn es anders gewesen wäre? Wäre es genauso gewesen. Ich habe mir auch bei den Eingangssprüchen da
viel Mühe gegeben und ich konnte den Michael nicht mal angucken, sonst hätte ich grinsen müssen. Ich war auch nicht sicher, wo das eigentlich hingeht, weil ich dachte, vielleicht ist es Abgeschiedenheit und dann irgendwann geht das Wahrnehmen mal drüber in die Singularität und wer weiß, warten wir mal. Aber irgendwie war es dann doch etwas komischer, dann als der Post noch mit reinkommen. Da war ich mir sicher, was das kommt noch. Zu dick aufgetragen. Ja, ich konnte mir halt grinsen, echt nicht verkneifen. Auf einmal muss ich Michael als Gesichtsausdruck sagen. Muss ich echt weggucken. Das aktuelle Buddhismus aktuell oder alt? Keine Ahnung, habe ich gar nicht geguckt. Datum hast du gar nicht geguckt. Habe ich nicht drauf geschaut. Ist zeitlos aktuell. Hm. Ja, vielleicht sollte ich nur noch darauf hinweisen, also meine Bestrebungen, die reine Lehre am Leben zu erhalten, will ich nicht dahingehend missverstanden haben, dass ich irgendwie keine Toleranz oder auch keinen Respekt für andere habe. Also so jemand wie Ramana Maharishi, selbst wenn er sagt, dass man gar nichts falsch machen kann, der hat ein ethisches Leben geführt, einfach jenseits davon war, aber das ist nicht automatisch durch seine Lehre. Oder zum Beispiel die Tagebücher von Henri Thoreau habe ich mit Gewinn und Genuss gelesen, aber würde nie auf die Idee kommen, die als Maßstab für die Buddha-Lehre, mein Verständnis der Buddha-Lehre anzulegen. Ne? Das muss man also schon irgendwie auseinanderhalten. Ja, umgekehrt ist immer okay. Also die Dinge an der Buddha-Lehre messen, aber nicht die Buddha-Lehre an anderen. Ja.